Willkommen zurück hier bei Let's Play Blades of Time und bevor ich lange rumrede, lege ich mal direkt los, ohne groß zu labern. Au, wow. Das war erschreckend. Aua. Knapp. Jetzt bin ich ein bisschen zu weit zurückgegangen. Jetzt auch nicht so schlimm. Ist ja nicht so, als wenn hier oben noch eine Waffe wäre. Verdammt! Au! Ja, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt habe ich ganz vergessen, auch noch einen Timer zu stellen. Ja, ich bin manchmal ganz schön schusselig. Das mache ich, während ich dahin zu der Waffe renne. Suche ich mir mal eben den Timer raus. Oh, ein neuer Feind. Das passt ja super. So, Ätherwächter, Wächterabfänger, die ungeheure Feuerkraft dieses Schiffes erlaubt es, den Ätherwächtern ihre Heimat zu verteidigen. Es ist vollautomatisch, hat eine hohe Feuerrate und zerfetzt sein Ziel mit einer Ladung mächtiger Projektile. Um die schwere Panzerung des Schiffs zu zerstören, braucht es schon etwas mehr als ein Gewehr. Gute Nacht. Wo sind denn jetzt die Schiffe? Das hat zumindest... Ach da! So, ihr seid also auf Beef aus, ja? Ha, Treffer. Ich höre noch mehr. Ha, ich wusste es doch. Wow! Du hast mich ein wenig überrascht. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Da oben. Aua, verdammt. Ich weiß es gar nicht, ob ich da oben war. Jetzt ist auch egal. Jetzt laufe ich nicht nochmal deswegen zurück. Jetzt hör auf, dich zu bewegen. Ich will dich umbringen. Ah, da muss noch eins sein. Ich sagte, hör auf, dich zu bewegen. Geht doch. Aua, 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 aua. Meine Fresse. Ich kann doch nicht. Nicht wahr sein, ey. Ich sag, da ist das nächste weg. Ah, verdammt. Ja, klar. So, das müssten jetzt aber alle gewesen sein. Ach, das war tatsächlich alle. So, die Waffe lasse ich mal aus Sicherheitsgründen erstmal hier liegen. Dann gehe ich hier einmal rum. Schau, was hier so los ist. Na, 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 na. Ich finde das blöd, dass die nicht sprinten kann. Sondern nur diese festgelegte Laufgeschwindigkeit hat. Das ist ein wenig nervig, aber... Ah, man soll sich nicht zu oft beschweren im Leben, ne? So, die Waffe nehme ich mal wieder mit. Geht's hier... Gut, hier komme ich ohne Probleme runter. Wenn ich hätte springen müssen, wäre das nicht so schön gewesen. Oh, da liegt was. Das sammeln wir doch gleich mal auf. Auf dem Weg habe ich etwa 10 oder mehr Altäre gefunden. Ihr Anblick macht mir noch immer Angst, aber sie machen mich zugleich auch stärker. Ich spüre eine echte Kraft in mir heranwachsen und ich kann es kaum erwarten, zum nächsten Altar zu kommen. Mir ist klar, dass ich ohne sie schon unzählige Male gestorben wäre. Doch mir ist auch etwas aufgefallen. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich ein paar Menschen getroffen, die gar nichts über diese Altäre wussten. Sie zeigen sich wohl nicht allen, sondern nur ausgewählten Menschen. Was das wohl alles zu bedeuten hat? Ja, da sieht man mal, das denke ich ist der Grund, warum die anderen Menschen die Altäre nicht verwenden. Ich wollte gerade sagen, passiert nichts mehr? Ah, da haben wir einen neuen Fahrstuhl aktiviert. Okay. Werden wir natürlich sofort hin. Die Waffe behalte ich mal schön. Die macht schön viel Damage. Dein Freund ist auf dem Schiff. Beeil dich. Ich denke, es fliegt gleich los. Die Ätherwächter haben das nur hochgehalten. Ich muss Zero so schnell wie möglich finden. Ja, das müssen wir. Ach, komm.
versuchen mich mit allen möglichen Mitteln auszubremsen. Das wird böse enden. Ganz böse. Ja, komm. Zweimal und das war's. Da, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt weiß ich wieder, warum ich im Kopf hatte, warum ich da lang gelaufen bin. Das Schöne an der ganzen Sache ist allerdings, der Laser ist zwar schnell, aber mit dem richtigen Timing klappt das. Falls ihr es nicht erraten haben sollte, das war nicht das richtige Timing. Ist das das Schiff, das ich suche? Ja, und Zero ist an Bord. Wenn sie jetzt wegfliegen, finde ich sie nie mehr. Also, hopp hopp, dalli dalli. Ach nee, das ist einer zum Zerstören. Schneller, los, renn, kleiner Ayumi. Die Waffen brauche ich nicht mal mitnehmen. Ich kann sowieso nicht auf den Fahrstuhl mit einer Waffe. Der Fahrstuhl fährt natürlich gerade wieder hoch. Ist natürlich super toll. So. Kaputt. Nachladen. Ach, schön, dass das nachladen. Upsi, falsche Taste. Komm sofort wieder runter. Sofort. Komm runter. So, ein Magazin verschwindet. Das macht ihn auch nicht schneller. Und wir warten auf den Fahrstuhl. Und ich renne im Kreis und warte auf den Fahrstuhl. Fahrstuhl, kommst du jetzt mal runter da? Meine Güte, immer dieses auf den Fahrstuhl warten, das hasse ich, ja? Na komm, putt und so. Und bei meinem Glück springe ich an dem Fahrstuhl vorbei und lande im Loch. Ja, fein. Hast du ganz fein gemacht. Oh, ich hab's geschafft auf Anhieb. Mensch, das ist ja unglaublich. Und jetzt fahr wieder hoch. Warum bist du eigentlich so langsam? Ah, wenigstens wird er etwas schneller. Wenn auch nicht viel. Ja, klar! Ich habe ja auch nichts Besseres, als gegen euch hier auf dem Fahrstuhl zu kämpfen. Kann das Ding nicht schneller fliegen? Los doch, schneller! Lustig, dass du genau das sagst, was ich auch sage. Ah, meine Güte! Und noch einmal, dann sollte der Schiff platzen. So, und hier bei mir vor der Tür fährt schon wieder die Feuerwehr durch die Gegend. Es hat nämlich gestern Nacht ganz schön gestürmt hier. Und ist so einiges an Bäumen und Ästen und hat da nicht gesehen runtergekommen. Allein bei mir eine Häuserreihe weiter ist, sind drei Bäume umgekippt. Gestern, heute Morgen um 4 Uhr sind die noch angerückt, damit sie die Straßen leer räumen können. Ich habe um 4 Uhr haben sie die Kettensägen nochmal angeschmissen. Das war echt nervtötend. Das hat mich heute Morgen echt aufgeregt, vor allem weil ich gerade einschlafen wollte. Da komme ich nicht dran. Das ist, gab einen richtigen Sturm. So ein Sturm mit Gewitter, Regen, alles drum und dran habe ich lange nicht mehr erlebt. Also, aber war cool. Man konnte hier stehen und dem Wind zuhören und es war richtig genial. Ein Wetterchen, bei dem man am liebsten mal rausgegangen wäre. Ah. Ayumi, hol mich hier raus! Verdammte Monster! Gebt mir mein Schwert wieder! Ich schlitze euch auf! Deswegen kamen wir da noch nicht hoch. Sieht so aus, als wären diese Geräte miteinander verbunden. Versuch, das Rätsel zu lösen. Das Rätsel. Die Ätherwächter beziehen ihre Kraft vom Baum der Ordnung. Es ist ihre Energiequelle.
Dieses Rätsel ist nicht sehr schwer, aber es ist total nervtötend, weil, ja, diese Sprungtechnik hier, diese Engine, dass sie durch die Gegend hüpft und das ist, wie habt ihr ja schon selbst bemerkt, manchmal total verbuggt. Das ist hier oben, ist es sehr schwer, sich fortzubewegen. So, es ist ganz einfach. Ich muss die Dinge aktivieren und an den Schläuchen folgen, wie wir das schon einmal gemacht haben. In der Reihenfolge muss ich es auch aktivieren. Der Schlauch geht nach da drüben. Das hier hat zum Beispiel keinen Schlauch, das kann ich gekonnt ignorieren. Das ist der Schlauch, der von da drüben kommt. Der geht dann da wieder hin. So, dann hätten wir die ersten drei schon mal fertig. Jetzt kümmere ich mich um die anderen. Den aktiviere ich. Der läuft unten her, da hoch und da dran. Und der läuft, wie hätte ich es anders erwartet, nach den da hinten. Den aktivieren wir dann auch mal schnell. Zack. Und noch einmal zurück und den letzten aktivieren. Also das Rätsel ist nicht sehr schwer. Ich musste beim Anfang, habe ich mich etwas blöd angestellt. Ich hab's erledigt. Aua, das hat weh. Zero, halte durch. Wer ist hier? Ist hier niemand? Oh, eine Wumme. Die kreisen mich ein. Also ich merke nichts. Ja, Zero, erstmal muss ich sie wiederfinden. Lustig, dass ausgerechnet jetzt hier eine Bazooka landet. Erledige sie so schnell du kannst. Ja, tu ich doch, ich kann nicht hexen. Mein Bestes, siehst du das nicht? Haupttriebwerke sind hochgefahren. Das Schiff fliegt gleich weg. Ich weiß. Was glaubst du, was ich hier mache? Däumchen drehen? Tut mir leid. Ich war nur besorgt. Ja, jetzt komm! Ah, warum sind das denn so viele, ey? Schlag sie! Schlag sie! Ich tu doch mein Bestes. Ach, das waren alle. Okay. Es bewegt sich! Ayumi! Tu was, verdammt! Oh nein, nein, nein! Das war knapp. Das ging ja gerade noch mal gut. Wie dumm von dir, Ayumi. Was machst du bloß? Ich muss ruhig bleiben. Okay, mal sehen, wohin mich die Plattform bringt. Schauen wir uns das doch mal an. Oh, jetzt bin ich schon wieder fast tot, ey. Jetzt heil dich! Na komm schon! Ich bin fast tot. Mal wieder. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Wo ist eigentlich mein Schatten? Das perfekte Ziel. Das ist verheerend. Taktisch gesprochen. Alter, warum schießen die genau dahin, wo ich gerade stand? Heilung, Heilung, Heilung. Ich hätte gern etwas Heilung. Hallo, warum kann ich die Zeit nicht zurückspulen? Alter, warum hat sie das jetzt in die falsche Richtung gemacht? Ich muss ruhig bleiben. Okay, mal sehen, wohin mich die Plattform bringt. Jetzt hört auf mich einzuschlagen. Meine Fresse. Geht doch einfach drauf. Und wo bleibt jetzt schon wieder mein Medipack? Das ist verheerend. Taktisch gesprochen. Ah, ich muss mich gerade etwas konzentrieren, also vergebt mir, wenn ich ruhiger werden sollte mal wieder. Da, wo bin ich denn gerade?
Meinetwegen können auch Fußball spielen, wenn ihr wollt. Ich habe wieder mal die weiße Fahne zu Hause gelassen. Ich kann mich nicht mal ergeben. Alter! Alter! Alter, erschreckt mich doch nicht so! So kann ich euch vielleicht etwas von mir zurückhalten. Wo fliegen wir bloß hin? Wann landet der denn endlich? Und ich kann nichts tun. Sowas hasse ich. Out. Ah, ey. Ich bin ganz schön nah an dem... Komm, komm. Nein, 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 nein. Oh, bist du noch hier? Er hört mich nicht. Ach, warum jetzt... Oh, vier, klar. Übertreib. Wie soll ich dagegen so viel auf einmal gewinnen? Das ohne meine Zeitklone. Das ist wirklich verheerend. Aua. Ah, das war's. Ach, komm schon. Puh, das war ganz schön knapp.